Hey und herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal True Crime Mini Dokus. Bevor das Video losgeht, möchte ich wie immer einen Zuschauerhinweis aussprechen. Es werden die Themen Suizid und sexuelle Übergriffe angesprochen. Wie mehrfach gewünscht, kommen wir nun zum nächsten Teil der Überwachungskameraaufnahmen. Ich zeige euch wie immer erst das geschnittene Videomaterial und werde anschließend auf die Geschichte hinter den Bildern eingehen. Hi, ich komme gerade aus der Bearbeitung des Videos mehr oder weniger und wollte nur einmal anmerken, weil ich das letzte Mal in den Kommentaren gelesen hatte. Ich werde hier keine Jumpscares oder Erschrecker oder sowas reinbauen, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Und ich habe diesmal auch ein bisschen andere Musik genommen, die jetzt nicht so creepy ist wie die letzten Male, weil das soll es ja eigentlich gar nicht sein unbedingt. Dann wünsche ich euch jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Video und ciao. Das erste Video zeigt die zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen 30-jährigen Kaylin Lauder, die nach diesen Aufnahmen verschwindet. Am Morgen des gleichen Tages rief sie die Polizei an und berichtete davon, dass jemand in ihr Haus eingebrochen sei. In dem Gespräch ist zu hören, wie sie jemanden anschreit, die Person solle das Haus verlassen. Einige Sekunden später ist ihre Mitbewohnerin zu hören, die ihr sagt, dass sich niemand in dem Gebäude befindet. Ihre Mitbewohnerin kontrolliert noch unter Aufsicht von Kaylin die Tür. Diese ist immer noch verschlossen. Kaylin antwortet damit, dass die Leute einen Schlüssel haben müssen. Sie sich selber nicht erklären könnte, wie diese Leute reingekommen seien, aber dass sie sich sehr sicher ist, dass sich bis eben noch Einbrecher im Haus befunden haben. Die eben gezeigten Videoaufnahmen sind an zwei unterschiedlichen Uhrzeiten entstanden. Die eine um 15.30 Uhr, die andere um 17.45 Uhr. In beiden ist zu sehen, wie Kaylin barfuß und in derselben Kleidung draußen im Regen herumläuft. Einige Tage später wurde sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Circa 9 Wochen später wird sie in einem Fluss ungefähr 8 Kilometer von ihrem Haus entfernt, von Kanalarbeitern, die ein blockiertes Rohr untersuchen, tot in einem Fluss liegend gefunden. In dem anschließenden Autopsiebericht wird beschrieben, dass keine äußerlichen Verletzungen gefunden werden konnten, die zum Tod geführt hätten. Aber genauso wenig wurde Wasser in ihrer Lunge gefunden, was natürlich auf Ertrinken hindeuten würde. Ebenfalls ist dem Autopsiebericht zu entnehmen, dass weder Drogen noch andere illegale Substanzen in ihrem Blut gefunden wurden. Die Polizei beschreibt, dass es sich bei dem Tod um einen Unfall handelt, ohne eine Todesursache zu nennen. Die Familie geht davon aus, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern jemand Schuld an dem Tod von Kaylin Lauder trägt. Bei dieser Person handelt es sich um Peter Bergmann. Zumindest ist es der Name, den er an der Hotelrezeption angegeben hat. Dazu gab er eine Adresse in Wien an, die nicht existiert. Um wen es sich wirklich handelt, ist bis zum heutigen Tag noch unbekannt. Was über ihn bekannt ist, ist, dass er einen starken deutschen Akzent hatte, 1,79 groß war und bei seinem Tod zwischen 50 und 60 Jahre alt war. Peter Bergmann kam am 12. Juni 2009 in Irland an und nahm sich ein Hotel in der Stadt Sligo. Von da an wird sein Verhalten komisch. Nicht gegenüber seinen Mitmenschen, sondern was auf den Überwachungskameras in Sligo zu sehen ist. Bei jedem verlassenen Hotel hat er eine lila Plastiktüte in der Hand. Sobald er wieder das Hotel betritt,
ist sie nicht mehr zu sehen. Es ist anzunehmen, dass er immer wieder persönliche Gegenstände mitnahm, um diese in öffentlichen Mülleimern in der Stadt zu verteilen. Scheinbar waren ihm die Überwachungskameras bekannt, denn in keiner Aufnahme ist zu sehen, wie er etwas in einen Mülleimer wirft. Am 13. Juni ist er in einem Postcenter zu sehen, wie er 8 Briefmarken kauft, sowie Sticker, dass diese Briefe mit der Luftpost verschickt werden. Am nächsten Tag rief er sich ein Taxi und ließ sich einen ruhigen Strand ohne Besucher zeigen, an dem er schwimmen gehen könne. Er sah sich einige Minuten diesen Strand an und ließ sich anschließend, ohne schwimmen zu gehen, wieder in die Stadt bringen. Am nächsten Tag checkt er aus dem Hotel aus, macht sich auf dem Weg zu einem Café, dort bestellt er etwas zu essen und zu trinken. Wie in den Videoaufnahmen zu sehen war, guckt er sich einen Zettel an. Eine Theorie ist, dass er dort noch einmal seine Checklist durchgeht und am Ende sicher ist, dass er alles in Anführungszeichen abgearbeitet hat und diesen zerreißt. Am selben Tag wird er noch von 6 Leuten an dem Strand gesehen, dem ihn der Taxifahrer zuvor gezeigt hatte. Einen Tag später wird er tot an diesem Strand gefunden. Bei der Autopsie wird festgestellt, dass er Prostatakrebs im Endstadium hatte, sowie dass er in seinem Leben mehrere Herzinfarkte erlitt. Zudem fehlte ihm eine Niere. In seinem Blut wurden weder Drogen, Alkohol oder Schmerzmittel gefunden, obwohl man davon ausgehen kann, dass er unter unglaublichen Schmerzen gelitten haben muss. In diesen 4 Überwachungskamerabildern sehen wir die 18-jährige Samantha König, wie sie von ihrer Arbeit in einem Café-Drive-In entführt wird. Ihr Entführer ist der 34-jährige Israel Keys. Er brachte die 18-jährige in seine Gartenhütte. Dort angekommen, vergewaltigte er sie, danach erwürgte er sie und ließ ihren leblosen Körper in dem Gartenschuppen zurück. In den 2 darauffolgenden Wochen machte er Urlaub mit seiner Familie auf einem Kreuzfahrtschiff. Als er nach dieser Reise zurückkam, schreibt er dem Freund von Samantha eine SMS. Er solle zum Corners Block Park kommen und eine Nachricht erhalten. In dieser Nachricht war ein Bild von Samantha. Er hatte die Tote geschminkt und ihre Augenlider mit einer Angelschnur offen gehalten, um den Eindruck zu erwecken, dass sie noch am Leben sei. Er verlangte $30,000, um Samantha freizulassen. Nachdem Keys die Nachricht hinterlassen hatte, fuhr er zurück nach Hause. Dort zerteilte er ihre Leiche und versenkte diese im Matanuska Lake in Anchorage. Anschließend fuhr er quasi durch die ganzen USA, um von allen möglichen Stellen Geld von Samanthas Konto zu entnehmen. Er war immer vermummt, doch bei einem der Aufnahmen des Geldautomatens ist zu sehen, welches Auto er fährt. Dies wurde ihm schlussendlich zum Verhängnis. Bei dem anschließenden Polizeiverhör wurde erst bekannt, wer Keys wirklich war. Er gestand, ein Bankräuber, Vergewaltiger und Serienmörder zu sein, der seit dem Jahr 1996 Verbrechen begeht. Er habe in den USA von ihm sogenannte Mörderkits versteckt. Diese waren in den meisten Fällen verschlossene Eimer, in denen er Seile, Messer, Schusswaffen und sonstige Gegenstände verstaute, um sie bei guter Gelegenheit nutzen zu können. Keys wurde mehrfach von der Polizei verhört. Als er mitbekommen hat, dass Aussagen, die er getroffen hatte, an die Medien weitergetragen wurden, machte er dicht. Circa 3 Monate vor dem Prozessbeginn nahm er sich selbst das Leben, indem er sich die Pulsadern aufschnitt. Um ganz sicher zu gehen, legte er sich ein Seil um das Bein und eins um den Hals, so dass, wenn er das Bewusstsein verlieren würde, seine Muskeln entspannen und er sich selbst ersticken würde. In der anschließenden Zellenuntersuchung wurden 11 Totenköpfe, die er mit seinem eigenen Blut gemalt hatte, gefunden. Es könnte ein Zeichen dafür sein, wie viele Opfer er wirklich hatte. Dies werden wir aber vermutlich nie erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr jetzt überdrüssig an dem Thema seid oder ob ich noch ein Video dazu machen soll. Noch habe ich die ein oder andere Aufnahme, die ich benutzen könnte, aber natürlich nur, wenn ihr Interesse daran habt. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ciao.